Shiva, was machst du da? Ich lese gerade ganz, ganz spannende Sachen, was vielleicht eventuell mit unserem heutigen Thema zu tun hat. Man weiß es nicht. Man munkelt. Willkommen zurück bei den Matrixer mit Jonathan und meiner Wirklichkeit. Shiva. Ja. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Hinter uns seht ihr ein Zauberkästchen. Und dort tauchen manchmal, Bücher auf. ja, wir schauen mal rein, was denn für Bücher aufgetaucht sind. Schauen wir mal. Oh, vier Bücher sind verfügbar. Schauen wir doch mal gleich, was wir da Feines haben. Ich sehe, wir haben wohl heute das Thema Verschwörungstheorien Oh ja, das sieht mir sehr danach aus. mit dem guten Jan van Helsing. Richtig, alles Jan van Helsing hier, wie zum Beispiel Hände weg von diesem Buch. Ein sehr gelungener Titel, muss ich sagen. Ja. Also, weil jeder, der es sieht, will das Buch. Ja. Sonst wäre es wohl nicht hier. Ich weiß auch nicht, wie es hergekommen ist. Und dann haben wir die Geheimgesellschaften und Krieg der Freimaurer. Whistleblower, Jan van Helsing und Stefan Erdmann. Stefan Erdmann kennt man ja auch aus einigen Büchern. Und Whistleblower, wie man sagt, ohne T, wisst ihr ja, das sind ja die, die für die Regierung gearbeitet haben und dann eben, als sie in Rente gegangen sind, dann anfingen, ein bisschen zu plaudern. Ne? Und dann haben wir noch, mein Vater war ein Man in Black, das geheime Weltraumprogramm, die Antarktisdeutschen und die Aliens. Ein Whistleblower packt aus mit echt wirklich sehr vielen spannenden Themen wie die Drakonier und Nibiru und Weltraumprogramm und hast du nicht gesehen. Also wirklich mega genial. Und die Anunnaki spielen auch mit. Ja, also eine thematische Auswahl an Büchern haben wir hier liegen. Und wir wollten kurz über die Bücher reden. Und ja, zum Schluss denke ich mal, werden wir die Bücher dann auch einem unserer treuen Zuschauer zukommen lassen, oder? Genau. In Form einer Verlosung, was denkst du? Genau. Und einem Like des Videos. Genau, als Bedingung natürlich Video liken, Und Frage beantworten. die Frage beantworten, die wir nachher am Ende des Videos stellen, unten einfach in die Kommentare schreiben. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist halt auf unsere Webseite gehen, www.matrixer mit Doppel-X.com, und dort nochmal das Video anklicken und unten auch in die Kommentare schreiben, weil da letztendlich sich alle sammeln, die an der Verlosung teilnehmen und dann von unserem Plugin, das da installiert worden ist, ausgewählt wird, oder? Genau. Ja. Also per Zufall wird dann eine Person ausgewählt. Wir setzen uns mit der Person in Kontakt und schicken ihr die Bücher zu. Kostenfrei. Genau. Also, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ja. Also das hier habe ich mal gelesen. Ich auch. Du auch, ja? Also sehr spannend. Da geht es ja hauptsächlich um Verschwörungstheorien, wie immer bei Van Helsing. Und viele Themen halt, was alles der Mensch nicht weiß, also der Durchschnittsmensch, der Durchschnittsbürger, was er nicht weiß. Woran erinnerst du dich noch so? Ich glaube, da ging es auch um den Saint-Germain, glaube ich. Mhm. Und was der hier auf der Erde, mit der Erde zu tun hat. Aber an vielen nicht mehr. Ist schon echt verdammt lange her, als ich das gelesen Ja. habe.
Also es geht auch viel um Sachen, die eben den Menschen vorenthalten werden, beispielsweise ja, profanes Beispiel hier mit Zahnbehandlung. Ja, Ne? so, den Fluorid. Ja, genau. Nee, nicht im Fluorid, Ach so. sondern dass man heutzutage, wenn man Karies hat, zum Zahnarzt geht, wird alles aufgebohrt. Und er erzählt eben, es gibt eine Paste, die schmiert man sich auf die Zähne und am nächsten Tag ist Karies weg. Also als Beispiel. Und da merkt man schon, diese Erfindungen werden natürlich nicht auf den Markt gebracht, weil man ja am Aufbauen der Zähne und ständig wieder aufbohren und füllen mit Plomben oder Keramik oder Gold oder was auch immer Anfüllungen so existiert, mehr Geld zu machen ist, als wenn man jemand eine Paste gibt, die draufschmiert und dann ist Karies weg. Ne? Also solche Kleinigkeiten oder Bundeslade ist ja auch ein Ja, auch ein Thema. gutes Ne? Thema, ne? Ja, auch sehr spannend. Oder geht auch um den Aldebaran viel. Ne? Graf Saint-Germain, genau. Und all diese Dinge sind halt in diesem Buch enthalten. Ja. Jedenfalls finde ich ein gelungener Titel, Hände weg von diesem Buch, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Sicherlich. Ne? Also dann noch mit einer Hand und Verbotsschild, also da war er mal sehr kreativ, würde ich sagen. Wir haben überlegt, ob wir jetzt auch zu jedem Buch eine persönliche Meinung abgeben sollen, aber da haben wir gedacht, nein, wir bleiben mal ganz objektiv und Kann sich jeder selber bilden. kann sich jeder selber bilden, die Meinung dazu, weil Jan van Helsing ist ja schon ein sehr umstrittener Autor und nicht nur bei den Menschen an sich, sondern auch bei der Regierung, ja, verschiedener Länder, ist er ja auch nicht so gern gesehen. Der hat ja schon zig Hausdurchsuchungen mitgemacht und all solche Sachen wegen politischen Geschichten. Und mein Gott, darum würde ich sagen, urteilen wir jetzt nicht oder so oder sagen was darüber oder kritisieren das Buch. Jedenfalls fand ich das Buch gut und Ich waren. urteile nicht, das Buch war gut. Ja, also ich sag nur jetzt, War also spannend zu lesen, jedenfalls nicht. war spannend zu lesen und ich weiß nicht, ob alles darin zutrifft, was da steht, ob da nicht hier und da ein bisschen was dazu gepackt worden ist, das ist keine Ahnung. Aber jedenfalls spannend und sehr interessant und sehr informativ und zeigt viele Möglichkeiten auf, von denen man nicht unbedingt weiß. Das ist wahr. Ich wusste Genau. anfangs überhaupt wenig, was ich da gelesen Ja. habe. Ah ja. Ja, eben, es ist schon inspirierend, muss ich Doch, sagen. ja. Das auf jeden Fall. Ja. Ja, was ist das nächste Buch? Ich schätze mal Geheimgesellschaften? Geheimgesellschaften. Ah Ja, ja. fand ich schon immer ein sehr spannendes Thema. Ja, da geht es um die neue Weltordnung, den Krieg der Freimaurer, die historischen Hintergründe und die Einweihungsrituale. Also ziemlich viel mal vieles. Schlangenmenschen, Hohlwelt. Ziemlich viel spannendes Zeug. Ich habe es nicht gelesen, aber Wie? ich würde es lesen, wenn ich jetzt hier so mal reinschaue. Na. Also ich habe es auch mal gelesen. Naja. Euer war auch sehr interessant. Also viel um Geheimgesellschaften. Das war also noch Freimaurer und wie die Freimaurer die Welt beeinflussen und seit wann sie das schon machen und all dieses Zeug, was man so kennt. Neue Weltordnung, NWO und dergleichen. Welchen Organisationen die vermutlich zusammenhängen. Ja. Ja, sehr spannend. Hier Mikrochips, Kontrollmechanismen, Erdbebenwaffen, die Klimalüge, Schlangenmenschen, Meuterei in den Logen, Antarktis-Frequenzerhöhung, Einweihungsrituale. Sehr spannendes. Dunkle Ja, Engel. also für einen Verschwörungstheoretiker, der also Verschwörungstheorien sehr gerne mag, optimales Buch. Allerdings. Da geht es einmal quer durch die ganze Schichten. Ist aber halt der dritte Teil, ne? Da gibt es noch zwei andere von. Aber wir haben hier nur den dritten Teil liegen, So ist es. ne? Ja. Ja, wollen Sie mit einer Lüge leben? Schreibt er hier hinten. Und in dem Buch geht es jetzt um einige andere spannende Themen. Ich sehe schon, du bist vorbereitet. Absolut, das ist ganz klar. Ja, um zum Beispiel schwule Nationalspieler, Chemotherapie. Okay.
aus 10 Millionen mache ich 100 Millionen innerhalb eines Jahres. Das ist ganz easy. Das schaffen wir auch im halben Jahr. Also ja, ja, ja. Innerhalb eines Jahres. Sicherlich. Dann die Demonstranten in Hongkong werden bezahlt, die geomantische Kriegsführung, Kriege um die Kraftorte der Erde. Ja, also ja, der Reiz, das zu lesen, wäre jetzt nicht mega, aber für den einen oder anderen ja, sicherlich. Die Informationen basieren auf den Whistleblower, die halt, wie anfangs schon gesagt, eben irgendwelche Regierungsleute gewesen sind. Und dann natürlich dachten, also ich packe jetzt mal aus, weil das muss das Volk wissen. Ne? Mhm. So wie auch hier Edward Snowden oder so, der ist ja auch ein Whistleblower. Ne? Oder Julian Assange, ne? Auch einer. Ja, ne? Ja. Also auch sehr spannend das Buch, würde ich sagen. Kann man gerne mal reinlesen. Und ja, und natürlich... Ich glaube, das Highlight hier in dieser Buchreihe. Wirklich, wirklich spannendes Buch, würde ich sagen. Mhm. Von Jason Mason. Ja, der ja auch Jan van Helsing ist. Genau. Also ein anderes Pseudonym von ihm. Als er das Pseudonym anfangs benutzen wollte, wussten am nächsten Tag schon alle, dass er das war. Darum ist das jetzt kein großes Geheimnis mehr. Also, und das beinhaltet hier wirklich sehr, sehr viele Themen, wie die Gnostiker, Jesuiten, geplante Apokalypse, die Men in Black, das Lakerta-Interview, Insider und Whistleblower, Cobra, Geheimnis der Langschädel, Einstieg ins geheime Weltraumprogramm, die Geschichte des slawisch-arabischen Volkes, verlorene weltweite Zivilisation, Apollo und geheime Mondlandung, Nibiru, ach, oh Gott, Cory Good, Geheimnisse des Dritten Reichs, Zeitreisen, die Ringmakers, sehr spannendes Thema, wie ich finde zumindest, gefallene Engel und das holographische Universum. Also richtig coole Themen im Buch, muss ich sagen. Ja, sehr tief. Richtig klasse. Genau. Und da gibt es auch einen zweiten Teil von, den haben wir gerade nicht da. Aber sehr... Sehr gutes Buch, also ja, sehr spannend geschrieben und auch viele spannende Themen und ja, sehr zu empfehlen. Also die drei kann ich mindestens gut empfehlen, ja. Ja, das sind die vier Bücher, die wir zu verschenken haben. Natürlich die Bedingung dafür, Video liken, dann... Auf YouTube kommentieren. Ja, wir sind ja auf YouTube. Genau. Also unten in die Kommentare kommentieren die Lösung unserer Frage, die wir gleich stellen. Mhm. Und als drittes dann die Lösung gleich nochmal bei uns auf der Webseite www.matrixer.com. Nämlich dort auch nochmal unter das Video den Kommentar bzw. die Lösung zu schreiben, weil da haben wir auch das Auswahlverfahren installiert, der uns dann nachher irgendwann ausspuckt, wer gewonnen hat. Dafür müsst ihr natürlich die E-Mail-Adresse angeben, sonst können wir euch ja nicht schreiben. Aber die wird nicht auf der Webseite angezeigt, glaube ich. Nein, wird's nicht. Bin ich sicher. Hoffentlich. Ja. Okay. Mabo. Ja, jetzt kommen wir zu der Frage. Was haben wir denn heute für eine Frage? Die wirklich, wirklich spannende Frage, die wir heute finden, hat mit Verschwörungstheorien zu tun. Das sollte es auch, anhand der Bücher hier, ja. Und es geht um Chemtrails. Jonathan, was ist denn die spannende Frage? Ja, die spannende Frage ist, und ihr schreibt die Antwort ja, ja, unten drunter, wo werden Chemtrails am liebsten platziert? Wirklich, wirklich schwierig, also... Ja, ist nicht ganz so einfach, aber auch nicht ganz so schwer. Ja. Und ja, ihr wisst Bescheid. Jo. Video liken, unter das Video die Lösung schreiben und auch die Lösung bei uns auf der Webseite matrixer.com. Nochmal unter das gleiche Video, weil da gibt es ja immer eine Verlinkung zu dem Video hier, da ebenfalls drunter schreiben. Und wer all diese drei Punkte erfüllt, ist dabei. Okay, allerhaupt, dann war es das für heute. Oder zumindest für diese Buchreihe. Ja.
die Men in Black und mit den Jan Van Helsing Büchern. Genau. Richtig. Dann viel Spaß und danke fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Ciao.